Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema Ich will aber keine so eine Kiste werden. In vielen Beratungen habe ich natürlich auch Männer, die in der Regel, sagen wir über 25 sind schon. Und die kommen in die Beratung und das Erste, was ich dann nach kurzer Zeit höre, aber ich will keine so eine Kiste werden, aber ich will keine so eine Arme haben. Wie fange ich am geschicktesten an? So einfach ist es nicht. Die meisten haben da irgendwie eine falsche Vorstellung, vielleicht aus dem Grund, weil sie Bilder von mir vorher gesehen haben, wie ich aussehe, assoziieren sie sofort, ja, wenn ich jetzt da reinkomme, der schreibt mir jetzt sofort was auf und der verpasst mir so einen Trainingsplan und so einen Ernährungsplan, dass ich innerhalb von relativ kurzer Zeit Muskelmasse aufbaue. Diesen Wunsch, beziehungsweise es wäre schön, wenn es so einfach wäre, Muskelmasse aufzubauen, vor allem dann auch parallel die Fettmasse abzubauen, so einfach ist es nicht. Liebe Männer, so wie ich aussehe, so wie auch viele andere Athleten, die ihr vielleicht auf Bilder sehen, wo ihr sagt, das finde ich eigentlich ganz gut, so wie der aussieht, so würde ich ähnlich aussehen, zwar nicht ganz so massiv, aber so ähnlich, die haben meistens das Ganze nicht unbedingt nur 4-5 Wochen gemacht oder ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, sondern in der Regel machen die das natürlich sehr lange. Und deswegen bitte keine Panik, wenn ihr mit Krafttraining anfangt. Da wird nicht das passieren, was ihr euch vorschwebt. Es wird nicht die Muskelmasse in größter Menge innerhalb von relativ kurzer Zeit wachsen, weil ihr natürlich da in ganz anderen Zeitfenstern denken müsst. Stellt euch einfach mal vor, es gibt Menschen, die trainieren schon seit 10, 15 bis zu 20 Jahren. Wie müssten die aussehen, wenn es denn so einfach wäre, wie ihr das euch vorstellt? Das wäre utopisch, das geht also nicht. Deswegen, Männer haben in der Regel die Möglichkeit, je nachdem, in welchem Status sie sind, als ganzer Anfänger oder als leicht Fortgeschrittener, können die nochmal, wenn alles gut läuft, im Durchschnitt im Jahr 2,5 bis 3,5 Kilo trockene Muskelmasse aufbauen. Im Durchschnitt. Es gibt Menschen, die sind oben drüber, die haben eine bessere Veranlagung, es gibt Menschen, die sind unten drunter. Da passt es nicht ganz so, aber im Durchschnitt sind wir bei 2,5, 3 Kilo reine Muskelmasse im ersten Jahr, wenn sie was tun. Zusätzlich sollte man wissen, die meisten, die mit diesem Kraftsport anfangen, fangen nicht mit dem Kraftsport an, weil sie dünn sind, sondern die meisten fangen an mit dem Kraftsport, weil sie natürlich auch ein bisschen zu viel passive Masse mitbringen. Wenn ihr dazu parallel zu den 2,5 bis 3 Kilo als Anfänger im Durchschnitt auch nochmal eben prozentual, was weiß ich, 4, 5, 6, 7 Kilo Fett abnimmt, dann ist das meiste schon erreicht, weil Kilo Muskelmasse ist so, viele Kilo Fettmasse ist doppelte Volumen, also haben wir da schon den ersten Schuh in der Türe. Aber, was man auch dazu sagen muss, weil die meisten dann sagen, oh, ich will aber nicht aus dem Bodybuilding, ich will das machen wie ein Bodybuilder. Im Grunde genommen ist es völlig Wurst, wie schwer ihr seid, wir machen alle Bodybuilding, wir bilden alle unseren Körper. Nur der Bodybuilder, der typische Bodybuilder, den ihr dann im Kopf habt, der natürlich massive Ausmaße annimmt, der macht es natürlich exzessiv und macht es auch in der Regel eben nicht nur ein paar Monate lang, sondern wie alle anderen Profisportler, Amateursportler richtig gut sind, hat eine Vorlaufzeit von 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, damit er überhaupt mal diese Basis erreicht. Und da muss er aber eben extrem strebsam sein, extrem diszipliniert, damit er überhaupt hier hinkommt. Und genau aus diesen Gründen meine Empfehlung, keine Ängste aufbauen und denken, ihr wachst da zu schnell, es passiert da was nicht passieren sollte. Das geht alles Step by Step und letztendlich seid ihr diejenigen, die darüber urteilen, wann es zu viel wird und wann es nicht zu viel wird. Und da kann man natürlich auch eben sein Training ändern. Wenn man sagt, naja, jetzt ufert das Ganze aus, so möchte ich tatsächlich aussehen, kann man das Training immer noch umstellen, kann weiterhin trainieren, aber in ganz anderen Parametern, dass mehr Kraftausdauertraining betreibt und schon passt das Ganze wieder. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema keine Panik vor Muskelmasse, auch als Mann nicht.